Willkommen zurück zu einer neuen Folge Darksiders 2 und wir haben eben gerade den zweiten Lebensstein geholt. Machen jetzt hier unten weiter in der goldenen Arena. So, einmal hier alles weg. Wo sind wir hier? Sieht aus wie eine Waffenkammer. Die Waffenkammer der großen Krieger. Wir zerlegen sie. Kein Respekt vor den Toten. Wie immer eben. Na, hier bekommt man sogar was. Ich glaube, eben gerade haben wir einen Talisman bekommen. Einen besessenen Hammer sogar. Sehr schön. Schauen wir mal hier drüben. Und hier bekommen wir nochmal Handschuhe. Hm, gar nicht mal so übel. Also, wir hätten einmal hier einen weiteren Hammer. Naja. Auf der einen Seite denke ich, der hier wird besser, wenn wir ihn aufrüsten. Aber die Klingen sind auch gar nicht mal so übel. Besonders, weil sie eben so sauschnell sind. Was hätten wir hier? Okay, nichts Neues. Also hätten wir hier einmal das hier bekommen, den Hammer und hier die Handschuhe. Und sonst sind wir fertig. Na, was sehe ich da? Eine Truhe. Zwei Heiltränke. Super. Super genial. Aber wenigstens brauchten wir sie. Noch ein Heiltrank. Und wir sind sogar voll geheilt. Hier unmöglich. Oben ist noch was. Ich kann nicht. Und auf der Seite. Na, Moment. Eine. Und Nummer zwei. Unmöglich. Ich kann nicht. Unmöglich. Okay, da drüben noch. Jetzt haben wir alle. Man sollte sie lieber zerlegen, denn man weiß ja nie, was man darin findet. Die Zeit, die nehme ich mir. Ja, jede Menge Kohle, jede Menge Tränke. Na komm, noch hier so ein nettes kleines Item. Irgendjemand wurde doch hier mit seiner Lieblingswaffe beerdigt. Für den guten alten Onkel Tod. Jetzt haben wir wirklich alle. Außer hier oben, hier können wir sogar noch hoch. Unmöglich. Und wir können sogar noch hier rüber. Eine Münze. Sehr schön. So viel Kleinholz in nur einem Part. Okay, jetzt hätten wir hier alles. Hier drüben hätten wir sogar noch ein wenig Kohle. Die nehmen wir mit. Und dann sind wir auch hier fertig. Nein, ein Sarg noch. Hebel. Ah, Moment, Moment, Moment. Da drüben, eine Truhe. Erstmal hier hin. Mit einem Talisman. Einem grün. Schwupps. Einer fehlt noch. Einer geht noch rein. Okay. Wie kommen wir hier hoch? Ich denke, wir müssen hier drüben entlang. Vogel. Zeig mir den Weg. Yes, hier drüben, oder? Ja, scheint zu funktionieren. Die eine Truhe, die wir eben gerade noch in der Mitte gesehen haben, die hätten wir jetzt auch. Dann hätten wir hier jetzt, glaube ich, alles. Und jetzt müssen wir hier bei dem großen Eingang rein. Ja, nee, ist klar. Ja, nee. Komm, einmal hier die Ernte und dann zerlegen wir den Laden. Schmerz. Nein!
Naja, vielleicht auch. Für dich. Autsch. Und für mich. Und weg mit dir. Oh, da kommen noch einige. Und wir holen uns ein paar Ghule. Wenn wir sie schon haben, dann können wir sie auch mal einsetzen. Nicht genug Zorn. Ich brauche mehr Zorn. Na komm. Hui, das waren alle. Na, die da oben, die holen wir uns noch. Okay, genug. Den Rest, den lassen wir stehen und wir gehen hier weiter. Ich kann nicht. Der letzte Lebensstein. Was können wir mit dir machen? Nehmen wir dich mal mit. Aber damit können wir nicht durch eine Tür. Wir können sie also nur irgendwo hinschleudern. In diesem Gebiet. Oder... Nee, können wir nicht. Also wir können sie nicht mitnehmen. Für die Tür brauchen wir beide Hände. Na gut, gehen wir hier erstmal weiter. Unmöglich. Ich kann nicht. Na, wir nehmen einen Trank und wir sammeln den hier ein. Dann muss es eben so gehen. Einmal hier, einmal hier. Na komm. Und hier drüben in der Ecke noch die beiden. Jeder Sarg wird mitgenommen. Ich werde deinen Kopf nehmen. Na, das sehe ich nicht so, nein. Nicht genug Zorn. Und... Zack! Mann, die Klingen, die gehen sowas von ab. Zusammen mit den Ghoulen noch, einfach nur derbe. Na komm. Uah! Und der nächste gleich hinterher. Wir nehmen einen Trank. Aha, jede Menge Gegner. Wir sammeln sie und wir machen die rote Ernte. Yes! Gleich mal noch eine. Boah, mähen wir rein. Ich brauche mehr Zorn. Nicht genug Zorn. Also die Gegner haben hier gar keine Chance mehr gegen uns. Ich kann nicht. Unmöglich. Bin mal gespannt, was der Endboss noch so alles kann. Ich kann nicht. Unmöglich. Okay, wir sind voll. Hier nehmen wir noch die Kohle mit. Und wir müssen hier entlang. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, was wir mit der Bombe machen müssen. Denn so kommen wir wohl gar nicht an sie ran. Ah, so kommen wir an sie ran. Jetzt verstehe ich das Ganze. Wir müssen wohl... Dann schauen wir erstmal hier. Was haben wir hier? Was können wir hier tun? Wir können wohl nach oben. Irgendwie. Keine Ahnung wie, aber wir können's. Vogel? Asche, was siehst du? Der Vogel sagt, wir sollen hier hin.
Okay, wir machen die Nummer. Ah, okay. Und nun? Was machen wir nun? Ah, Moment, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Einmal hier wieder raus. Jetzt hier hin. Jetzt stellen wir uns hier rein. Und jetzt machen wir das hier. Dreck 17. Und hier kommen wir wohl wieder zurück. Irgendwie. Tötet ihn. So, so, du bist ja also der Boss. Riesiger Käfer, der ganz schön austeilen kann. Aha, der blockt uns also. Aber wir können uns an ihn ranziehen. Funktioniert ganz gut, wie man sieht. Nicht genug Zorn. Na, wir brauchen ein bisschen Zorn und wir sollten Ghule holen. Na komm! Big Bug. Na, das war ja wirklich einfach. Und ich dachte schon, der könnte irgendwas. Na gut, dann holen wir uns mal hier drüben den Lebenstein. Den Trank, den nehmen wir uns mit. Dann noch die beiden hier. Lebenstein. Also, hier kommen wir wieder raus. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir das am besten machen. Hier hätten wir noch einen Sarg. Mit ein wenig Kohle. Also, wir ziehen daran. Und dann ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Sehr schön. So, wir sind wieder hier. Jetzt können wir auch hier rüber. Und der dritte Stein war ziemlich einfach. Moment. Den nehmen wir mit. Ich denke mal, jetzt müssen wir gegen den Big Boss kämpfen. Haben wir hier irgendwo noch einen Trank gehabt? Schauen wir mal ganz schnell hier drüben. Hier hatten wir keinen mehr. Auf der Seite irgendwo noch. Da waren ja so viele. Na toll, wenn man sie mal braucht, dann findet man keinen. Nee, alles klar. Dann rollen wir mal los. Also ich denke, wir werden jetzt gleich gegen den Endgegner kämpfen müssen. Denn wir haben ja alle drei. Na, Moment, da oben vielleicht. An die kommen wir gar nicht ran. Außer wir machen das hier. Sehr stabil. Na gut. Muss es eben so gehen. Vier Tränke.
Alles klar, Endgegner. Jetzt geht's los. Wow, 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 wow. Hey, bleib mal cool. Kein Respekt vorm Tod. Also, was müssen wir gegen den machen? Wir können ihn nicht beschädigen, weil er unter der Erde ist. Hm. Vielleicht hier gegen diese Posten? Na, na, komm. Einmal dagegen. Sowas wäre eine Möglichkeit, aber er will nicht. Okay. Nee, die mäht er einfach nur weg. Wir sollten uns auch besser mal heilen. Was könnten wir denn noch mit dem hier machen? Ach, jetzt kommt er raus. Jetzt, wo wir uns umdrehen. So ein Feigling. Na los, komm schon raus. Ich brauche mehr Zorn. Boah, ist der schnell. Na, wo will er denn hin? Hm, weg ist er. Irgendwas müssen wir machen. Moment, wir wechseln mal hier auf den Handschuh. Den Griff wieder. Und wenn er kommt, ziehen wir uns einfach mal ran an ihn. Ah, so geht das. Ja, der hält aber gar nicht mal so viel aus. Ein äußerst merkwürdiger Endgegner. Na, ah, der ist schnell. Aber wir sind schneller. Und komm, ein Treffer noch. Ich wusste es, da kommt noch was. Okay, Big Boss ist da und wir holen gleich mal die Ghule raus. Oh Mann, der hält eine Menge aus. Aber dennoch kriegen wir den hin. Und weg. Ich brauche mehr Zorn. Na, 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 na. Neue Ghule wären ganz nett. Oh. Na komm, Großer. Ich brauche und zack. Sehr schön. Nehmen wir gleich mal hier so einen Drang, dass wir wieder ein wenig Zorn haben. Na, da holt er seine Kette. Und nochmal. Und wir nehmen einmal bitte hier die Waffe. Und wir machen gleich mal den hier. Legen mal los. Boah, wie viel hält der denn aus, der Hund? Okay, Ghule. Oh! Nicht genug Zorn. Yes, jetzt geht er hier auf meine Ghule drauf. Super Ablenkung. Ich brauche mehr Zorn. Und gleich mal hier ein paar neue. Mann, wir haben nicht mal die Hälfte. Nicht mal die Hälfte. Wahnsinn. Okay, keine Munition gerade. Nicht genug Zorn. Neue Ghule. Neues Glück. Tja, das kann auch eine ganze Weile dauern. Der Mann ist eben ein echter Champion. Wow, eben gerade haben wir gut ausgeteilt. Auch hier wieder ein sehr schöner Treffer. Ich brauche mehr Zorn. Boah, der sah gut aus. Verdammt, eben gerade hat er sich wieder geheilt. Jetzt verstehe ich das Ganze. Der heilt sich immer wieder, aber wie können wir... Wie können wir ihn besiegen? Was müssen wir machen? Wo ist sein Schwachpunkt? Die Keule da oder so? Schwer zu sagen. Neue Ghule. Eben gerade habe ich es gesehen. Der heilt sich irgendwie wieder.
Jetzt müssen wir nur rausfinden, wie. Wie heilt er sich? Was muss man tun? Die große Frage. Vielleicht irgendwas mit den Steinen da oben? Seine Lebenssteine? Das Spiel könnte mir mal wieder einen Tipp geben. Oder er entzieht mein Ghoulenleben, beziehungsweise dann mir. Wäre auch eine Möglichkeit. Weil hier sieht man es. Jetzt ist er wieder geheilt. Immer wieder gleich viel. Also irgendetwas muss man ja machen können. Also Arkwin hält da gar nicht aus. Ja, jetzt heilt er sich. Wir können noch so schnell sein. Immer wenn er die Nummer macht. Ah, Moment mal. Moment mal. Nein. Ja. Todesgriff. Wenn er die Nummer macht, springen wir mal an ihn ran. Vielleicht kriegen wir ihn so. Vielleicht müssen wir irgendwas mit seinem Schädel machen. Genau jetzt macht das ja. Ah, so geht das. Alles klar, jetzt verstehe ich's. Na, jetzt haben wir gut ausgeteilt. Okay, wir nehmen hier mal einen Heiltrank. Lieber auf Nummer sicher gehen. Na, können wir den uns irgendwie krallen? Und hier drüben, jetzt aber, oder? Ne, jetzt macht er wieder die Nummer. Und heilt sich schon wieder, dieser Hund. Naja, wir machen ja jede Menge Damage. Wow, 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 wow. Okay, jetzt kommt er bestimmt gleich wieder raus. Und wir machen einmal so. Sehr gut ausgeteilt. Einfach immer im Kreis. Na, noch ein, zwei Mal muss er das machen. Dann wird er wieder hier drüben zu seiner Rüstung gehen. Yo. Gleich mal die Ernte. Und weg. Nicht yes. Komm. Jetzt kriegen wir ihn. Ah, wir müssen noch einmal. Na, nehmen wir hier noch gleich so einen Trank. Wieder zu langsam. Gibt's doch nicht. Okay, jetzt. Komm. Sehr schön. Ernsthaft? Noch eine Stufe? Nee. Der goldene Schädel. Unser Preis in der Arena und wir bekommen sogar noch eine Belohnung, nämlich eine Truhe hier drüben. Naja. Naja. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Haut rein und tschüss!